ich bin wieder am Rosenbach und da fährt gerade der Talent. Ja, ich wollte gerade hier runtergehen, wieder nach Rosenbach, hier ein bisschen hier die Straße runter, hier ist alles nass. Es hat ja fest geregnet, also hier seht ihr, nochmal in der Cam, ja, es wird ein bisschen unscharf, jetzt wird es wieder scharf. Ihr seht ja, wie stark das die iPad-Kamera ist. Ich glaube 8 Megapixel oder so hat die. Ja, fährt gerade hier ein Auto. Gerade kommt ein Zug, ne? Ja, ein Talent, also ein Triebwagen von, ich wollte gerade hier runtergehen. Ja, ich habe ja am Samstag wieder aufgenommen hier. Ihr kennt doch vielleicht noch, da war alles dunkel. Tut mir sehr leid. Es war ja noch, jetzt aber jetzt gerade 16 Uhr. Hier wieder hier Richtung, hier vorne ist ja Slowenien, hier ist die Grenze fast. Ich wohne ja fast an der Grenze bei Slowenien, also fast hier Slowenien. Hier ist der Bahnhof, der Grenzbahnhof Rosenbach. Das ist der Grenzbahnhof von Österreich. Und wenn man hier so ein bisschen weiterfahrt, dann kommt man ja auch schon nach Slowenien. Ja. So, die Cam erstmal fokussieren. Hier hat ja letztes Mal hier oben so ein Licht geblinkt. Ich habe sie ja schon denken können, dass da ein Zug kommt. Ich werde ja öfter, wenn ein Zug vorbeifährt, kann ich ja so vielleicht die Cam hinstellen. Aber egal, Leute. Ja, bis zum nächsten Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Video. Ich sag euch nochmal, wenn irgendein Zug fährt oder so, wenn ich was weiß, dass ein Zug gleich wieder, der Talent ist ja reingefahren. Ich wollte ja filmen, wie er rausfährt, aber egal. Beim letzten Zug hier, habe ich ja gar nicht gefilmt, wie der Talent wieder zurückgefahren ist. Dafür, ich musste leider nach Hause gehen, deswegen konnte ich nicht. Es war schon so finster, man hat eh nichts gesehen. Und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.